Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Waldgenossen, liebe Jagdfreunde, liebe Naturfreunde. Ich habe mich heute Abend mal wieder dazu durchgerungen, auf die Jagd zu gehen, einen Abendansitz zu machen, und zwar hier an der Rapsrübenkante. Hatte ich bis jetzt eigentlich immer auch großen Erfolg mit. Die Rüben sind zwar noch ein bisschen klein, dass die Sauen da noch nicht so richtig drin sind, aber Fährten sind hier jede Menge, also vielleicht steckt ja einer mal die Nase raus hier. So, und hier an dieser Rübenkante dran ist ein Rapschlag mit Wasserkohlen und anderen Löchern. Na, ich schätze mal so um die 200 Hektar. Also hier zu meiner Rechten geht die Hecke bis an die Waldkante ran. Und auf dem Vorgewände habe ich ein Wildackergemisch, was der Bauer hier rein gesät hat, gedrillt hat. Das ist, glaube ich, 5 Sachen: Klee, Lupine, Fossilia und ja, wie heißt der andere noch, dieser komische Buchweizen und noch eine Sorte, aber weiß ich jetzt nicht. Also das wird mit Sicherheit mal ein sehr guter Wildacker hier rundherum werden. Der ganze Schlag ist 60 Hektar und rundherum ist dieses Vorgewände, also hochinteressant. So, eigentlich sage ich immer, wenn du zuerst einen Hase siehst, kannst du gleich nach Hause gehen. Ja, das macht mir schon wieder nicht viel Mut. Jetzt sind es schon 2. Wären die Chancen noch geringer. Kann ich wohl gleich nach Hause gehen. So, jetzt zieht gerade ein Bock auf mich drauf zu und mal gucken, was das Feine ist. So wie es aussieht, ist es noch ein Junge. So wie es aussieht, wird es erstmal ein richtiger Bock werden. Also ein Jährling, so wie es aussieht. Das kann man schön sehen, jetzt plätzt er.
und dann zieht er immer dichter zu mir hoch. Dann werde ich mir gleich mal genauer angucken. Ja, drei Hasen, ein Bock. Jetzt bin ja nur noch die Sauen. Meiner Ansicht nach ist das ein ganz junger Bock, vielleicht 2 Jahre alt. Noch nichts zum Erleben. Gut veranlagt. Voll im Haarwechsel. Ja, liebe Waldgenossen, das soll es für heute wieder mal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Abo auf YouTube. Das ist kostenlos und ihr verpasst dann nicht die neuesten Filme. Und des Weiteren wünsche ich euch dann Waldmannsheil, bleibt gesund und horrido. Euer Udo Jagdstifti.